Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe auch ein paar Bilder vorbereitet. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt, kann ich die jetzt freischalten? Die können Sie einfach freigeben über Ihren Bildschirm. Ergeben, dann probieren wir das mal. Teilen. Okay. Moment. So, klappt es jetzt? Sehen Sie das? Ja, wunderbar. Ja, sehr gut. Also Ihre letzte Frage zum EU-Türkei-Abkommen. Ich empfehle jedem das Buch, da beschreibe ich die Geschichte im Detail. Aber die Grundidee des Buches ist es eigentlich, die größere Frage zu beantworten, die heute auch vor Ihnen stellt, nämlich welche Grenzen wollen wir, also als Europäer? Da ein Aspekt in diesen 340 Seiten ist auch natürlich die Seenotrettung. Also die Frage der Grenzen ist ja grundsätzlich auch an Landgrenzen in Europa heute extrem problematisch. Das Grundproblem ist, dass heute EU und internationales Recht an sehr vielen Grenzen der EU systematisch gebrochen wird. Aber die tödlichsten Konsequenzen hat das natürlich im Mittelmeer. Ich zeige hier nur ein paar Zahlen, und das ist auch die Idee meines Buches, Zahlen und Fakten zu präsentieren, dass sich Menschen eine eigene Meinung bilden können und darüber auch substanziell informiert diskutieren können. Aber was wir hier sehen, ist, dass das Phänomen der vielen Toten, der Menschen, die ertrinken im Mittelmeer, natürlich schon lange vor dem Beginn von Seenotrettung auftritt. Also hier sehen wir, in 25 Jahren sind 14.000 geschätzt, laut Internationale Organisation für Migration, 14.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Das war schon die tödlichste Grenze der Welt. Aber in den letzten, in den 4 Jahr, 5 Jahren darauf, nur 2014 bis 2018, sind über 17.500 Menschen ertrunken. Also so schlimm wie in den 5 Jahren zwischen 2014 und 2018 war es noch nie. Und das ist für die Betrachtung und Analyse dieses Phänomens extrem wichtig. Ich möchte und beschreibe das in meinem Buch am Ende, die Frage stellen, wie wäre es möglich, auf null Tote im Mittelmeer zu kommen? Also Projekt Zero ist das Schlagwort der schwedischen Verkehrspolitik. Wie schafft man es, null Tote im Straßenverkehr vor vielen Jahren? Was müssten wir beachten? Welche Maßnahmen bräuchten wir, damit im Mittelmeer Menschen nicht mehr ertrinken? Und ich mache das in 6 Punkten. Zunächst möchte ich die Frage der Zahlen aufwerfen. Nicht die Zahlen der Toten, die haben wir schon gesehen, sondern die Zahlen der irregulär Kommenden. Denn sehr, sehr oft, wenn wir über Migration denken, haben wir Bilder im Kopf, hydraulische Bilder. Wir reden von Flüchtlingsströmen, Migrationsströmen, von Flüssen, von kommunizierenden Röhren. Manchmal in den Händen oder in der Sprache von Rechtspopulisten wird es zum Tsunami. Einer, der das Spiel mit der Angst besonders gut beherrscht und auch die Zahlen dementsprechend einsetzt, Viktor Orban, versprach oder warnte oder drohte 2018, dass mit der derzeitigen EU-Politik bis zum Jahr 2020 30 Millionen Menschen aus Afrika nach Europa kämen. Er hat diese Zahl immer wieder wiederholt und sich auf NATO-Studien berufen. Das wären 41.000 Menschen am Tag. Dass er diese Zahl immer wieder wiederholen konnte und sein Publikum nicht zu lachen begann, zeigt uns, dass wir uns alle mit Zahlen schwer tun. In Wirklichkeit habe ich mal die Zahlen zusammengestellt der gesamten irregulären Migration aus ganz Afrika, von den Kanarischen Inseln bis Malta und Italien. Also die Afrika, nicht jetzt die Syrer, nicht jetzt das östliche Mittelmeer aus der Türkei, aber ganz Afrika in den letzten 20 Jahren. Und was wir hier sehen, ist, dass nicht 41.000 Menschen am Tag aus Afrika nach Europa kommen, sondern 42.000 Menschen im Jahr. In den 5 Jahren zwischen 1999 und 2003, in den 5 Jahren danach, dann ist es sogar noch weniger geworden. Dann hatten wir diese 5 Ausnahmejahre, genauer gesagt waren es 3,5 Ausnahmejahre im zentralen Mittelmeer. Und im Jahr 2019 waren es wieder 41.000 Menschen im Jahr. Und wenn wir das kurz wirken lassen, wie gesagt, Menschen tun sich schwer mit Zahlen und Dimensionen und Größen, aber 41.000 Menschen im Jahr irreguläre Migration zwischen zwei Kontinenten, das ist fast zu vernachlässigen. Würden nicht so viele Menschen sterben, würden diese Menschen mit Flugzeugen einreisen, wir würden 41.000 Zuwanderer in die gesamte EU kaum wahrnehmen. Bei irregulärer Migration wie im Jahr 2019, was wie gesagt ein typisches Jahr war, würde es 731 Jahre dauern, um zu Orbáns 30 Millionen zu kommen. Aber auch nur um 3 Millionen Menschen aus Afrika irregulär nach Europa zu kommen. In Europa zu erwarten, würde es 73 Jahre dauern. Für 1 Million immerhin noch ein Vierteljahrhundert. Also die
die Dimensionen, die wir im Kopf haben und die echte, extrem niedrige irreguläre Migration passen nicht zusammen. Zweiter Punkt, daran anschließend, die Bilder, die Sprache von Migrationsdruck und Fluchtursachen. Migrationsdruck ist ein schrecklicher Begriff und mein Buch ist auch zum Teil dafür gedacht, die Sprache in Zweifel zu ziehen. Denn die Idee, dass irgendwie in Afrika durch demografische Entwicklungen, Konflikte, Klimawandel, ein Druck entsteht und dann irgendwie dieser Druck dazu führen muss, dass dann Millionen nach Europa kommen, wie das oft suggeriert wird, ist einfach absurd. Darüber können wir noch diskutieren. Aber auch die Idee, dass wir diese Art von Migration, die tatsächlich stattfindet nach Europa, irregulär, durch Fluchtursachenbekämpfung reduzieren könnten, ist nicht sehr realistisch. Und dafür zeige ich nur ein einziges Beispiel, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, Nigeria. Das ist ein Land, das heute 200 Millionen Einwohner hat. Millionen Vertriebene durch Konflikte im Norden des Landes, Boko Haram und der Islamische Staat in der Sahara, in Westafrika. 92 Millionen Menschen in Nigeria leben in extremer Armut. Also das ist ein Land mit allen sozialen Problemen Afrikas. Und hier sind die Zahlen von Nigerianern, die irregulär in die EU kamen. Sie sehen, es gab diese 3,5 Jahre, wo mehr kamen, aber auch das waren 37.000 im Rekordjahr 2016. Also für ein Land mit 200 Millionen Menschen, rechnen Sie das herunter auf Berlin. Ich glaube, das sind 2 Menschen im Jahr, die proportional dann Berlin verlassen würden. Das bemerkt niemand. Aber das war eine Ausnahmesituation. Im Jahr 2019 kam im Durchschnitt 1 Nigerianer am Tag in Italien an, von den 200 Millionen Menschen im Land. Also die Idee, dass wir in Nigeria Fluchtursachen bekämpfen und dann kommt diese eine Person nicht mehr nach Italien, ist allein praktisch gesehen relativ absurd. Tatsächlich blieben im letzten Jahr, im Jahr 2019, vor Corona noch 99% aller Flüchtlinge aus Afrika in Afrika. Zusätzlich geht die legale Migration zurück. Es gibt immer weniger Aufenthaltsgenehmigungen für Afrikaner. Es gibt also keinen Migrationsdruck. Dritter Punkt jetzt zur Seenotrettung direkt. Auch hier ist es wichtig, anhand der Fakten nachzudenken, was passiert. Ohne Seenotrettung geht es nicht. Wir haben schon gehört, der Imperativ, der ja auch in unserem internationalen Recht festgeschrieben ist, man rettet Menschen vor dem Ertrinken. Also darüber brauchen wir, glaube ich, hier nicht diskutieren. Aber Seenotrettung alleine genügt nicht. Und das sehen wir, wenn wir die letzten 10 Jahre, vor allem diese 5 Jahre, als besonders viele Menschen kamen, betrachten. Das Scheitern der europäischen Politik mit den vielen Toten im Jahr 2013 führte Ende des Jahres zu einer italienischen Initiative, staatliche militärische Seenotrettung zu lancieren. Die Marine wurde losgeschickt, es hieß Mare Nostrum, für ein Jahr war das gedacht. Und ich zeige nur, in den letzten 6 Monaten, also nach dem Winter, von Mare Nostrum wurden insgesamt 100.000 Menschen gerettet und nach Italien gebracht. Also Sie sehen schon, allein mehr als doppelt so viele als sonst Menschen im ganzen Jahr nach ganz Europa kamen. Aber das waren die tödlichsten 6 Monate in den letzten 50 Jahren im Mittelmeer. In diesen 6 Monaten von Mare Nostrum sind 3.000 Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken. Noch nie sind so viele Menschen ertrunken. Warum? Weil viel mehr Menschen unterwegs waren. Es gab noch nie in der Geschichte des Mittelmeeres, wenn wir jetzt das ganze Jahr 2016 betrachten, so viele Seenotrettungen wie 2016. Eine Armada von Schiffen, Dutzende Schiffe waren unterwegs, private, staatliche, aus der Europäischen Union, aus Italien. Noch nie sind so viele Menschen ertrunken wie in diesem Jahr der vielen Rettungen. 4.600 in einem Jahr. Und das hat dazu geführt, und jetzt ein vierter Punkt, der bis heute die europäische Politik beherrscht, als Beispiel die italienische Wende. Im Sommer 2017 änderte Italien mit einem Innenminister einer Mitte-Links-Partei, der Demokratischen Partei, Marco Minniti, seine Politik radikal, machte das, was in den Schubladen als Plan schon vorhanden war, aus der Zeit von Silvio Berlusconi. Man wandte sich an die Libyer, man schickte den Libyern Unterstützung, man machte Verhandlungen mit den libyschen Institutionen und auch mit Milizen. Und die Libyer sollten nun für Italien Menschen zurückhalten. Die ganze EU hat sich dann eingereiht und das unterstützt. Die Folge war, dass libysche Küstenwache und libysche Milizen an Land Leute daran hinderten, aufzubrechen. Die Zahl der Kommenden ist drastisch gefallen. Die Menschen, die zurückgebracht wurden, wurden in Lager gebracht, wo sie misshandelt, gefoltert, vergewaltigt und alle Menschenwürde geraubt wurden.
Aber das Ergebnis war, dass als dieser Mann Innenminister wurde, im Juni 2018, Matteo Salvini, der immer schon diese Politik vorgeschlagen hatte, der immer schon gesagt hatte, alle zurückschicken, als dieser Mann Innenminister wurde und sagte, chiudiamo i porti, wir schließen die Häfen, da war die Zahl der Kommenden bereits drastisch gefallen. Salvinis Politik führte dann dazu, dass die Zahl weiter fiel. Und sehen Sie hier nur die Zahl nach Italien. Sie sehen die vier Ausnahmejahre. Mitte 2017 die neue Politik des Innenministers Minniti und 2018 Matteo Salvini. Auf einmal kamen nur noch 23.000 Menschen im Jahr. Und das, so erklärte Salvini seinen Wählern, bedeutete, dass viel weniger Menschen sterben. Das Ergebnis, Sie sehen hier die Zahlen der Toten im zentralen Mittelmeer von 4.600 oder 581 2016, fiel die Zahl der Toten auf 1.300 im Jahr 2018. Jetzt wissen wir natürlich, man kann mit Zahlen allerlei Botschaften vermitteln und viele NGOs haben dann begonnen zu rechnen, haben gesagt, ja, aber als Prozentsatz an denen, die kamen, sind ja eigentlich mehr gestorben. Doch für Salvini, der zum beliebtesten Politiker in Italien aufstieg, aufgrund dieser Politik, er hat eine Partei mit 5% übernommen und gewann 35% bei den letzten Europaparlamentswahlen mit der Lega, war die einfache Botschaft, tausende Menschen weniger sterben. Natürlich kamen auch weniger Menschen an. Und hier kommen wir zum Kern des Problems, dass heute immer mehr europäische Regierungen überzeugt sind, dass diese Art Politik, und ich nenne sie das australische Modell in Europa, eigentlich nicht nur dazu führt, dass weniger kommen, weniger sterben, sondern auch, dass man Wahlen gewinnt. Australiens Politik 2013 wiederbelebt von zunächst einer Arbeiterparteiregierung, der Labour-Partei unter Kevin Rudd, wurde dann von einer rechtskonservativen Regierung radikal durchgeführt. Die Botschaft war, niemand kommt nach Australien, der mit dem Boot kommt. Die Menschen werden von der Marine zurückgestoßen, Pushbacks. Australien hat die Flüchtlingskonvention zwar unterzeichnet, aber da es keinen Mechanismus gibt, sie durchzusetzen, war UNHCR hilflos, als Australien offen gesagt hat, wir schicken die Marine, wir schicken die Leute zurück. Und die weiter ankamen, wurden in Lager gebracht in Nauru und Manus, in Papua-Neuguinea. Drei Lager, es waren ungefähr 3.000 Personen, dann war der Zustrom bei null. Es gab keine Schiffe mehr, die kamen bis Australien. Die Situation auf den Lagern katastrophal, 14 Selbstmorde. Australische Experten, die dort waren, sprechen von Folter. Eine extrem teure Politik, auch darüber schreibe ich in meinem Buch genauer, aber keine irregulären Ankünfte mehr und kaum noch Tote. Und diese Politik wird von australischen Politikern seit 2013 auf ihren Reisen nach Europa gepriesen und immer mehr europäische Politiker, die jetzige englische Regierung, seit 4 Jahren schon der österreichische Bundeskanzler Kurz, natürlich Viktor Orban, sagen, wir haben die Lösung. Die Lösung ist das. Und wenn wir heute die Situation im Mittelmeer betrachten, müssen wir feststellen, was die EU heute macht, ist Australiens Politik. Wir haben Pushbacks in der Ägäis. Die griechische Küstenwache setzt die Leute, die die Inseln erreichen, auf kleine Plastikboote und stößt sie zurück. Und wir haben die Lager, ähnlich oder sogar schlimmer als Nauru, weil es viel mehr Menschen betrifft, in Lesbos, Samos, Chios und natürlich die brutalen Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze. Damit komme ich zum letzten Punkt. Was machen wir? Wenn die Europäische Union, in der das, was Australien macht, ja illegal ist, also nach europäischem Recht, ist das, was Australien seit vielen Jahren macht, im Widerspruch zu bestehenden Gesetzen. Aber wie kommen wir dahin, dass diese Gesetze wieder gelten? Wie sind humane Grenzen möglich? Und eines ist klar, ohne die Griechen und Italiener zu überzeugen, dass das, was Sie jetzt machen und was in den Augen dieser Regierungen hervorragend klappt, weil kaum noch jemand kommt, dass das nicht genügt, weil wir die Menschenwürde nicht aufgeben wollen. Die Frage ist, wie überzeugen wir diese Regierungen? Humane Grenzen, würde ich sagen, haben drei Charakteristika. Es sterben weniger Menschen. Wenn 4.500 Menschen ertrinken in einem Jahr, ist es keine humane Grenze. Wir bewahren das Recht auf Asyl. Wir machen keine Pushbacks, weil das der Kern der Flüchtlingskonvention ist. Und wir schrecken Menschen nicht durch menschenunwürdige Behandlung ab, wie auf Nauru oder heute auf Lesbos. Doch um das zu erreichen und politisch mehrheitsfähig zu machen, muss es gelingen, die Zahl der irregulär Kommenden, die keinen Schutz in der EU brauchen, zu senken. Und das
Wir müssen anstreben, dass die Mehrheit jener, die Schutz bekommen, legal einreisen können. Durch Resettlement, ähnlich wie das die Amerikaner planen und ähnlich wie das auch Kanada seit vielen Jahrzehnten macht. Dafür brauchen wir qualitätsvolle, aber auch schnelle Asylentscheidungen. Wenn es wie in Italien 4 Jahre braucht, bis eine Asylentscheidung endgültig feststeht, wer abgeschoben werden kann und wer nicht, dann ist das Recht auf Asyl de facto aufgehoben. Denn die meisten warten das gar nicht ab, sondern ziehen einfach weiter. Das Ergebnis ist, dass wir derzeit auch niemanden zurückschicken können. Die größte Zahl, die im letzten Jahr nach Europa kam, waren Tunesier. Da werden sehr wenige anerkannt. Dennoch ist es sehr, sehr schwierig, Menschen zurückzuschicken. Auch andere, denn wenn ein Asylantrag gestellt wird, dann und er wird seriös behandelt, dann dauert es sehr, sehr lange. Es gelingt auch nicht, die zurückzuschicken, wo die Entscheidung bereits feststeht. Es fehlt uns die Migrationsdiplomatie und unsere Innenminister versprechen ständig große Abschiebungsoffensiven, Rückführungen in großer Zahl, die es noch nie gegeben hat und die es auch in den nächsten Jahren nicht geben wird. Und was Resettlement betrifft, eine Alternative oder Ergänzung, Alternative ist es nicht, aber Ergänzung, war die Zahl noch nie so gering wie 2020. Das könnte sich ändern, darüber schreibe ich auch in meinem Buch und dafür werbe ich auch in vielen Gesprächen derzeit, sowohl mit Freunden, die jetzt bei Joe Biden in der Administration dafür zuständig sind, mit Kanada und auch in Deutschland. Aber noch ist es so, dass sehr wenige Menschen legal als Flüchtlinge aufgenommen werden. Und auch die Unterstützung für Flüchtlinge vor Ort, wie der Flüchtlingskompakt der UN im Dezember 2018 mit 181 Staaten in der Generalversammlung beschloss, tatsächlich fehlt es an allen Ecken und Enden an Geld. Und das ist schon mein letztes Bild. Für humane Grenzen in der EU brauchen wir 3 Dinge, einen humanen Dreiklang. Wir brauchen die Fähigkeit, schnell zu entscheiden, wer Schutz braucht und wer nicht. Dann muss es möglich sein, ab Stichtagen diejenigen zurückzuschicken, um zukünftige irreguläre Migration jener zu reduzieren, die gar keinen Schutz in der EU brauchen, die nach einem Verfahren keinen Schutz bekommen. Parallel dazu brauchen wir die Aufnahme aus Erstaufnahmeländern von Flüchtlingen in einem geordneten Verfahren und wir brauchen zuletzt großzügige Hilfe für Länder, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Die meisten machen sich nie auf den Weg nach Europa, aber ihnen dort zu helfen ist sinnvoll. Und dieser Dreiklang, und damit ende ich, ist natürlich auch der Blueprint der EU-Türkei-Erklärung. 6 Milliarden Hilfe für Syrer in der Türkei, Aufnahme im geregelten Verfahren aus der Türkei, Punkt 4 des Abkommens, eine größere Zahl, sobald der Zustrom einbricht und in Griechenland schnellere Verfahren, um die zurückzuschicken nach unseren Verfahren, von denen wir sagen, dass sie in der EU keinen Schutz brauchen. Dass das auf den griechischen Inseln in der Umsetzung gescheitert ist und warum und wie, da verweise ich Sie auf mein Buch und ich freue mich auf die Diskussion.